Gehört das so? Ich lege mal meinen Gürtel ab. Das ist ja komisch. Ja, wir müssen den so bauen. Wir müssen den so bauen. Wie sieht es jetzt aus mit der 52, 24? Sag mal, haben wir jetzt so viel Strom verbraucht? Wir haben doch jetzt überhaupt keinen Strom verbraucht. Wir haben doch nur den Ofen genutzt. Ach so, ja gut. Wir haben ja unten die Filtereinheiten angeschaltet. Wir haben hier die Displays laufen. Und wir haben natürlich das Drehlicht. Das nimmt ja auch viel Strom. Aber jetzt ein bisschen Sorgen machen wir da schon, wenn wir da noch zwei, drei Sachen anbauen. Ich hoffe, unsere Anlage kommt hier hinterher dann mit dem Strom produzieren. So, was füllen Sie mit Sauerstoff und Wasserstoff? Was soll ich füllen, Sascha? Den Schmiedeofen oder was meinst du? Das LED mit der Anzeige von der USV hat mich heute 4 Stunden gekostet. Aber du hast es ja dann offenbar hinbekommen. Und das zählt ja. Die Basis soll ich mit Sauerstoff und Wasserstoff füllen. Wieso das denn? Gut, also dann können wir hier hinten, können wir das eigentlich wegbauen. Und dann machen wir hier zu. Und dann würde ich sagen, wir können ja direkt hier oben das Rohr nutzen, weil ja immer alles gleich verteilt ist. Und können hier oben einfach ein Rohr rüberlegen. Hier ein Rohr rüberlegen. Und da machen wir auch ein elektrisches Ventil, machen einen Schalter drüber mit einem Licht nochmal. Eigentlich die fast gleiche Installation. Und nur mit dem Unterschied, dass dieses Rohr dann hier hoch geht. Jetzt muss ich mal schauen, was da oben drüber ist. Ich glaube, da ist nur unser Gehweg. Das müsste eigentlich hier draußen dann sein, dass wir hier rauskommen. Und dann könnte man hier vielleicht irgendwie, ja, den Ventilator herbauen. Ich glaube, hier ist entweder hier oder hier. Was, dann sollte der ganze Laden in die Luft fliegen, ja. Das habe ich ja schon öfters mal erlebt, jetzt hier beim Ausprobieren. Gott sei Dank gespeichert vorher. Das muss jetzt nicht sein. Ich habe ja noch gar nicht irgendwie Druckregulatoren eingebaut. Also bei mir ist jetzt alles wirklich nur provisorisch. Ich habe keinen ich weiß nicht, wie dieses Teil heißt, Pressure Regulator oder so, eingebaut, wo quasi geregelt wird, wie viel Druck überhaupt auf die Leitungen kommt. Ich habe gelesen, dass die Leitungen 60 kPa aushalten, bis 60. Und wenn da natürlich mehr durchfließt, dann platzen die Leitungen. Und da habe ich noch gar nichts gemacht. Das wird irgendwann mal der Fall sein, denke ich mal, dass wir das brauchen. Aktuell habe ich das aber noch nicht. Was hast du denn in der Basis, die ich nicht habe, Sascha? Erzähl mal. Ein Bett. So, dann müssen wir eventuell hier auch nochmal, na, vielleicht geht es sogar, dass wir hier, vielleicht müssen wir gar nichts ausgraben. Dann machen wir die Verbundwand auch weg. Die ganzen Farben sind natürlich jetzt wieder weg von den ganzen Wänden. Genauso hier zum Beispiel das Gitter, das habe ich weggemacht, als ich hier ständig von oben nach unten springen musste, damit ich prüfen konnte, was sich im Tank befindet und was hier oben angezeigt wird. Wenn ich rausgehe, geht in der Basis das Licht an. Ah, sehr schön. Habe ich auch schon überlegt, aber wir werden es hier oben mit zwei Schaltern machen, dass wir hier einen Schalter machen für Erdgeschoss und einen Schalter für Kellergeschoss. Ich weiß nicht mehr, ich habe mir, glaube ich, ein Video angeschaut, wo es um den Bewegungssensor ging mit Licht. Aber das war nochmal ein bisschen kompliziert. Wie hast du es denn gelöst? Mit Computer oder mit den Logikschaltern? Das kannst du vielleicht nochmal kurz schreiben. Das hat irgendwie habe ich das da was Kompliziertes im Hinterkopf. Kann aber auch sein, dass ich das nur missverstanden habe. Gut, also wir brauchen auf alle Fälle Rohre. Dann legen wir erstmal die Rohre
Wir können hier durch. Wir legen hier den Schalter. Wir machen hier oben wieder die Verkabelung. Ich mache mal beide frei, damit ich spicken kann. Aber das war relativ einfach eigentlich. Also ja, das ging ganz gut mit dem 0 und 1. Dadurch, dass wir keine anderen Werte brauchen, hat das ganz gut geklappt. Mit Logikschaltern und einem Computer. Ah, okay, alles klar. Ja, das mit dem Computer, das will ich momentan noch ein bisschen vermeiden. Computer saugt auch ziemlich viel Energie offenbar. Deswegen habe ich den jetzt hier nur beim Fabrikator. Und sonst arbeite ich momentan nur mit Logik. Obwohl es am Computer um einiges einfacher geht, ne? Wenn man hier dann zu die Modi einstellt und das Ganze dann schön aufgereiht dargestellt bekommt, ist irgendwie viel einfacher als mit den Logik-Chips. Genau, Ideenschmiede hat super Videos dazu, auf alle Fälle. Kann ich nur empfehlen. Aber ist ja eh schon super, wenn du hier nach 24 Stunden da schon solche Sachen baust. Das ist ja richtig gut. So, jetzt muss ich mich mal kurz konzentrieren. Wir brauchen Rohre. Haben wir denn genug Rohre noch oder müssen wir produzieren? Wir haben hier gar keins mehr. Da hinten können wir ein bisschen was abbauen, aber das war es dann auch schon. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal jede Menge Rohre erzeugen. Und wir brauchen auch wieder so elektronische Abriegelung, brauchen wir auch. Bodenrost, schauen wir mal. Drehlicht brauchen wir auf alle Fälle auch, das bauen wir gleich. Ich habe auch noch keine, weil ich sie gerade sehe, Kabelsicherungen oder sowas. Habe ich auch noch nichts gemacht. Also das bei mir, wir arbeiten hier auf Messerschneide so ungefähr. Wenn irgendwo mal eine Spannungsspitze oder eine Druckspitze kommt, dann fliegt uns hier alles um die Ohren. Drehlicht Gasbehälter brauchen wir demnächst, aber erst im nächsten Schritt. Auch die Gasbehälteranlage dann. Ich weiß nicht, was ein Entzünder ist, für was der ist. Habe ich mir noch nicht angeschaut. So, also wir brauchen hier irgendwo die Rohre. Rohr hier. Und da können wir gleich mal so, keine Ahnung, machen wir mal 25 Stück. Ja, machen wir 30, wir haben es ja. 1,6 Kilo an Eisen haben wir aktuell. Das sollte kein Problem sein. So, Mainboard. Oh, wir brauchen auch noch Logikteile. Volumenpumpe, Handventil, Barometer, elektrisches Ventil, das brauchen wir noch. Und dann brauchen wir noch so Logikrechner. Vielleicht habe ich da sogar noch welche. Ich habe hier Logikprozessor, Logikspeicher, die brauchen wir alle beide nicht. Wir brauchen nur Logic.io. Richtig, Batchwriter, Logicwriter, genau, 4 Stück Logic.io. Gott, Gott, ich hoffe, mir fliegt hier nicht alles durcheinander. Das wäre auch noch schön, dass man das dann schön aussortieren kann, was hier hinten rauskommt beim Fabrikator. Logic, Logic, Logic. Boah, das ist so nervig mit dem Suchen. Logic. Logic.io, da brauchen wir 4 Stück. Und dann können wir hier auch mal abwarten und können schon mal aufsammeln. Und können das Zeug vielleicht schon mal runterbringen und drüben auch schon mal alles abbauen. So, der Computer ist sehr fummelig, das ist richtig. Aber immer noch bequemer als Logic-Einheiten rumzufuhrwerken, wenn man die wieder wegbauen muss, wieder mit Schraubenzieher ändern muss und so weiter und so fort. Das ist schon. Oh, da hast du ja auch schon. Du hast ja auch schon einiges mit Stahlgerüsten, sehe ich hier in deiner Basis. Sehr schön. Ich hole mal kurz, kann ich das größer machen, das Bild? Auch eine Luftschleusentür, funktioniert die denn schon? Also du hast ja wahrscheinlich noch keinen Druck drin, oder? Das 100%.
LED, das ist quasi deine Lampe, deine USV, könnte ich mir vorstellen. Schön. Vor allem auch noch so stylisch mit der Oberfläche, mit der Oberkante. So ein L, so eine L-Form. Aber das ist schon wichtig, ne? Man muss schon aufpassen, wie es ausschaut, auf alle Fälle. So, können wir dich wegbohren? Nee, können wir nicht. Handventil. Passive Belüftung kommt auch hier rein. Dann dieses Rohr wird demontiert. Und wir machen daraus, ich hoffe, das fliegt mir jetzt nicht um die Ohren. Und wir machen daraus einfach nur eine Biegung. Und dann passt das. Wunderschön, wunderschön. Wir sind hier unten. Hier könnte ich auch schon zumachen. Ich wüsste jetzt nicht, was hier noch kommen sollte. Aber hier können wir dann auch mal zumachen. Okay, erstmal hoch. Irgendwie komme ich mit meiner USV da. Da tut sich gar nichts. Egal ob Tag oder Nacht. Das macht mir etwas Sorgen. So, und dann müssen wir mal schauen, wo wir hier rauskommen. Ich mache mal oben auf, damit ich hier was sehe. Das L hat sich wegen dem Tageslichtsensor am Anfang ergeben. Finde ich immer super, wie sich so die Aufbauten dann komplett ergeben aus dem, was man gerade baut. Ne? Wir haben ja hier auch mit kleiner Fläche angefangen und letztendlich immer weiter ausgebaut. So, jetzt schauen wir mal. Normalerweise, jetzt müsste es doch hier sein, oder? Haben wir hier? Ne, hier müsste es sein. Das ist schon schön, wie organisch das alles dann wächst. So, natürlich ist es hier falsch. Da kommen wir hier vorne raus. Ah, da kommen wir jetzt hier mitten auf dem Weg raus. Ich dachte, wir würden hier rauskommen, dann, dass wir hier den Ventilator anbauen können. Shit. Ah, wir könnten wieder zurückgehen und dann hier hoch. Ist auch ein bisschen. Müssen wir fast machen. Wir müssten das fast machen, dass wir hier hochgehen und dann hier rüber und dann hier nochmal hoch und dort wird dann der Ventilator angebaut, der hier. Ventilator, ich sage immer, Ventilator ist ja eigentlich. Ja, eigentlich ist es ist ein Ventilator, er ist ja passiv. Wir brauchen noch ein Stahlgerüst, um. Ja, schauen wir mal. Ich glaube, ich kann den jetzt nicht direkt anbringen. Ne, dass wir den quasi hier so an die Wand dran setzen. Von mir aus vielleicht auch hier hoch. Und dann sollte das passen. Wir legen erstmal das Rohr, damit ich weiß, wo wir hier richtig rauskommen. Wolltest du erst die Decke mit Frames machen und dann habe ich mich daran erinnert, dass es bei dir blöd ausschaut mit dem 1 hoch innen. Dann hatte ich die Frames schon und hab dumm mit Wänden weitergebaut. Okay. Was? Bei mir schaut es blöd aus? Ist ge sofort gesperrt hier. So, also dann schauen wir hier das Ganze ab. Die Rohrkurve. Wir brauchen hier ein T-Stück. Das kommt von unten hoch, genau. Und geht hier weiter dann. Gerades Rohr geht hier durch, das ist schon mal sehr schön. Und dann gehen wir hier, ja, würde sagen, in der Mitte dann hoch. Wobei in der Mitte können wir nicht hoch, weil hier das Schild ist. Das kommt noch dazu, da müssen wir hier hoch. Wir müssen hier auch noch ein Stromkabel rüberlegen zum Schalter. Oh, und wir brauchen ja hier auch noch die Anzeige vom Ventil. Die muss ja eigentlich auch hierher. Dann gehen wir hier hoch. Dann gehen wir erstmal geradeaus. Hier kommt das Ventil rein, das ich irgendwo. Habe ich das noch nicht gedruckt? Offenbar noch nicht. Und manchmal sind die Decken halt so niedrig, weil man am Anfang begrenzte Ressourcen hat, ne? Das ist halt mal so.
Gott, Gott, das ist jetzt ziemlich viel. Und jetzt kommen die Prozessoren raus. Das ist das letzte. Genau. Und dann sind wir schon hier erstmal durch mit den Sachen. So, dann bauen wir hier das Ventil rein. Das müssen wir natürlich dann auch wieder benennen. Wir haben mittlerweile schon ein bisschen... wir müssen es auch umdrehen. Wir haben ein bisschen... Ich würde es gern umdrehen, dass die Pfeile so... Nein. Wir haben jetzt auch ein bisschen viel Sachen schon in der gleichen Ebene des Kabels. Das heißt, es wäre wahrscheinlich sinnvoller, das können wir ja eventuell mal in einer zweiten Basis machen, dass wir hier die Stromkreise weiter unterteilen mit so Transformatoren, damit man nicht mehr auf alle Teile Zugriff hat im gesamten Kabelnetzwerk. Da irgendwann wird das einfach zu viel. So, Drehlicht können wir noch hersetzen. Das ist schön, dass ich mit dem Keller das nun optisch ausgeglichen habe. Gut, jetzt können wir hier... Ah, jetzt müssen wir wieder hier zurück und dann hier hoch. Blöd. Ich komme ja hier nicht durch mit dem Licht. Wir könnten das Licht natürlich auch auf die Seite setzen. Und dann gehen wir hier hoch mit dem... mit dem Rohr. So. Ja. Farben müssen wir noch schauen, welche wir da dann nutzen. So, dann gehen wir nach oben. Ich hoffe, das sieht jetzt aus, als würden die Rohre reichen. Dann gehen wir gleich hier rüber. Normalerweise dürften wir die Rohre nicht mehr sehen, sobald hier alles zu ist. Gehen wir noch hoch. Wunderbar, wunderbar. Eigentlich können wir den auch gleich hier auf der Ebene lassen. Da brauchen wir nicht mehr hochbauen. Das ist auch okay. Aber ich denke mal, ich kann den jetzt hier nicht anbauen, ne? Oh Mann, ich muss hier wieder alles erst entfernen. Weil wir kein Gerüst hier haben. Das heißt, ich muss hier sämtliche Innenwände rausschmeißen. Ich muss wahrscheinlich sogar die Tür rausschmeißen, damit ich diese Belüftung anbringen kann. Oh Mann, oh Mann. Habe ich was bei die Ideenschmiede, die alte Basis, mal auf YouTube gesehen, das mit den Gastanks und der Schmelzkammer? Was meinst du denn da genau? Ich habe noch nicht alle Videos gesehen bei Ideenschmiede. Boah, wir müssen alles wieder abreißen. Wo ist denn hier? Gerüstmäßig habe ich hier nichts dabei. Ich dachte doch hier. Ich kann hier nichts reinsetzen, ne? Geht nicht. Ich muss zuerst die ganzen Verbundwände und das ganze Zeug alles wegmachen. Das ist der größte, das was mich am meisten nervt im Spiel. Ja, ich muss wahrscheinlich auch die Tür wegmachen. Könnte ich mir vorstellen. Geht immer noch nicht. Wir schmeißen die Tür weg. Das alles, Moment, müssen wir bauen, wenn wir draußen sind, sonst kommen wir nicht mehr raus. Und das alles nur, damit wir hier den Lüfter anbringen können. Wahrscheinlich muss ich jetzt auch noch mal verschweißen. Nee, es geht jetzt auch so. Okay. Gut.
Können wir die Tür wieder anbauen? Was hatten wir denn hier? Glastür? Ich glaube schon. Das war eine große Glastür, die ich hier hatte. Und wieder die Wände natürlich. Ist das jetzt richtig? So. Mir fehlt hier draußen noch eine Wand. War die schon immer weg? Wann habe ich die denn? Vor allem, wo ist die? Ist die runtergefallen? Naja. Gasanlage von der Größe eines Fußballfelds? Nee, das habe ich noch nicht gesehen. Das habe ich noch nicht gesehen. Ich habe nur so weit geschaut, wie ich es immer gebraucht habe. Und die letzten Folgen, die habe ich jetzt überhaupt nicht mehr angeschaut, weil ich jetzt selber immer beschäftigt war. Das steht noch auf meiner To-Do-Liste. Yep, die Sachen snappen nicht anwenden. Das ist genau blöd. Das ist richtig. Gut, dann... Ah, wir brauchen noch einen Schalter. Ich wusste ja, ich habe was vergessen. Ich hoffe, wir haben da noch genügend Zeug. Wir brauchen nochmal Gold. Gut, dass wir 200 Gramm haben. Wir brauchen noch einen... Logikschalter oder so heißt der. Ich wäre ja schon froh, wenn wir hier eine Suchfunktion hätten. Schalter, Logikschalter, da ist er. Ist auch schön, dass es hier unterschiedliche Schalter gibt. Also Schaltertypen. Und vor allem gibt es da so ein Drehrädchen, wo man einstellen kann, so 1, 2, 3, 4, 5 wählen kann. Und mit diesem Drehrädchen würde ich später dann quasi die Anlage so bauen, dass wir entsprechend dem Drehrädchen ein bestimmtes Gas rauslassen können aus den Tanks. Ich hoffe, das klappt so, wie ich mir das vorstelle. Gut, jetzt schauen wir mal. Jetzt können wir hier einen anbringen. Bei den Restgasen. Entweder wir machen auch wieder... so einen normalen Schalter, einen, das ist der Wahlschalter, ich zeige euch das mal. Das ist ziemlich cool, kann hier quasi so, ja, da muss man wahrscheinlich zuerst einstellen, wie hoch und niedrig das hier geht. Und dann kann man hier schön durchklicken. Also entweder wir machen auch wieder so einen normalen Schalter oder wir machen mal so einen Hebel. Taste macht keinen Sinn. Beim Hebel ist auch ziemlich cool, weil man dann sieht, das ist jetzt offen. Auf der anderen Seite haben wir ja sowieso das Drehlicht. Das heißt, wenn wir hier aufmachen, dann sehen wir ja sowieso, dass hier noch offen ist. Ich wäre für einen normalen, dann sieht es auch schöner aus. Gut. Dann, shit, müssen wir hier oben ein Gerüst bauen, damit wir hier... Das meinte ich, ne? Das meinte ich. Jetzt muss ich wieder hoch, muss oben wieder alles abreißen, muss mir ein Gerüst mitnehmen, muss das hinsetzen, damit ich unten die Sachen dran kleben kann. Oh, ich kann es direkt machen. Sehr schön. Na, Gott sei Dank. Aber wir müssen es noch verschweißen. Ich denke mal, ohne Verschweißen können wir es nicht anbringen. Ne. Ohne Verschweißen geht es nicht. Das heißt, wir holen uns nochmal eine Stahlplatte. Und hauen das irgendwo hier oben dran. Ich glaube, das mit dem Drehrad und dem Gas halt nicht hin, weil wenn du Gas Nummer 3 haben willst, du erst 1, dann 2 wählst.
Nee, ich habe mir das eher so vorgestellt. Wir haben ja dann zum Beispiel hier eine Kartusche, die setzen wir rein, haben dann den Drehschalter. Ich stelle beim Drehschalter 1, 2, 3, 4, 5 ein und mache dann daneben quasi einen Ein-Ausschalter. Und erst mit dem Ein-Ausschalter wird quasi das Ventil geöffnet und je nachdem, welche Nummer gewählt ist, dann kommt auch das Gas raus. So hätte ich mir das vorgestellt. Ich denke mal, so sollte es sein. Anders wäre, wie du richtig geschrieben hast, anders wäre es schlecht, weil dann hätte man so eine Mischung drinnen. Dann wäre es nicht so optimal. Gut, also Logik. Kann ich jetzt hier, haben wir Platz, dass wir hier 1, 2, wir müssen 4 Stück müssen wir unterbringen. 2. Das wird wieder zu knapp, Mensch. Wir müssten dich wieder so drehen. Logic Reader. Ich kann hier nichts mehr hinsetzen. Ich kann hier... da müssen wir mit dem Rohr in der Mitte durchgehen. Können wir nicht, weil wir hier Kabel legen müssen. Das geht auch nicht. Da müssten wir theoretisch mit dem Rohr komplett an die Seite gehen. Aber selbst hier an den Seiten brauchen wir dann Kabel. Da können wir auch nicht durch. Ich habe 12 Stunden fest angenommen, dass Netzwerk und Stromkabel strikt getrennt sein müssen. Ich weiß nicht, wieso das manchmal so ist, weil eigentlich, ich weiß nicht, ob es Sinn macht, dass man die trennt, die Sachen. Vielleicht spannungsmäßig, dass man die trennt oder so, aber ich mache das immer so Pi mal Daumen, ob es gerade passt oder nicht. Wir könnten theoretisch hier noch weitergehen, dass wir noch mal eins reingehen. Dass wir hier einfach durchgehen, wäre auch okay. Wir brauchen noch einen Logic Writer und einen Batch Writer, dass wir hier noch einen Logic Writer hersetzen. Einen Logic Writer. Wir kommen ja bei der Lampe, müssen wir ein bisschen herumdüsen und dann drüber. Da fällt mir gleich die Decke auf den Kopf. Und hier dann. Den zweiten. Und da können wir wieder nichts, weil wir ein Stahlgerüst drüber setzen müssen. Können wir nicht, weil dann hier. Da ist auch noch. Ich glaube, der Autolade oder so ist da noch drüber. Was Sinn macht zu trennen, sind die Logic-Sachen, dass du nicht 40 Write in einem System hast. Ja, damit, da behelfe ich mir momentan immer noch, dass ich die einigermaßen benenne, sodass die einigermaßen gut zu erkennen sind. Aber da hast du recht, irgendwann kommt da ein ziemlich Chaos raus. Ich habe zum Beispiel in dem System, in dem Kabelsystem, habe ich irgendwo noch ganz normale Einheiten verbaut, so Logic-Writer, die ich nicht benannt habe. Ich weiß nicht mehr, wo die sind. Aber ja, die zu finden ist dann immer schwierig. Meine Lampe in der Luftschleuse soll zum Beispiel immer an sein und die im Raum soll mit dem Bewegungsfeuer gesteuert werden. Das klingt erstmal easy, aber ja gut, wenn du alle in einem Stromkreislauf hast, dann kannst du halt nicht mehr per Batchwriter die ansteuern, weil dann musst du wirklich alle einzeln ansteuern. Das ist das, ja. So, was machen wir jetzt mit dir? Können wir irgendwo, das gibt es doch nicht, dass ich hier nicht durchkomme, Mensch. Wir könnten es, können wir theoretisch wenn wir dich so herbauen. Ich denke, ich komme hier nicht durch. Hier ist ja noch die Kurve. Ich muss hier oben wieder alles umbauen. Und ich würde mir auch wünschen, dass diese Logic-Schaltungen ein bisschen kleiner wären, um die Hälfte, damit man hier auf einer Fläche mehr unterbringen kann.
Wo ich die setze, ist wurscht, ja, aber ich muss ja trotzdem irgendwo mit den Kabeln hin. Das ist ja das Problem. Ich kann es zum Beispiel hier jetzt nicht so setzen, weil ich dann links beim Stromkabel, ich komme ja nicht mehr rein, ne, weil die Lampe daneben ist. Das ist das Problem. Ich könnte es höchstens vielleicht noch hier oben irgendwo hinsetzen. Ich habe es halt schon gern geordnet, dass ich sage, pro Quadrat quasi eine Logikeinheit. Aber manchmal geht es halt nicht.